Moin, liebe Freunde des Kartenspiels und willkommen zurück, nicht nur zu einem neuen Part, nein, auch zu einer neuen Aufnahmesession von Yu-Gi-Oh! Cups im Monster Colosseum. Ihr seht richtig, wir kämpfen nochmal gegen Ishizu Ishtar. Das ist keine optische Täuschung, das ist tatsächlich so. Sie hat übrigens diesmal ein anderes Symbol. Also nicht wie der Wind. Dann schauen wir mal, was uns gegen sie erwartet. Was erwartet? Ach, was erwartet? Ishizu, so ein Glück. Ich dachte nicht, dass ich dich jemals wiedersehen würde. Schon klar, du glaubst nicht an Dinge wie Glück und Zufall. Du wusstest, dass wir uns wieder treffen würden. Ja, der Strom der Zeit hat mir von dieser Zusammenkunft erzählt. Ich muss nicht in die Zukunft blicken können, um zu wissen, dass dieses Duell noch schwieriger wird als das davor. Es wird Zeit, dass wir anfangen, Yugi. Also gut, Ishizu. Dann wollen wir mal. Erneut treten wir an gegen die große Schwester von Marik. Ja, sie ist älter als er. Ich glaube, laut Wikipedia zu Yu-Gi-Oh! Ist sie 18, glaube ich. Oder 24, irgendwie so. Also sie ist nicht sehr alt. Oh, sie will als erstes angreifen. Oh gut, okay. Ladies first, ne? Also, so ist es ja nicht. Tja, ich denke mal, dass ich von hier aus angreifen werde, ne? Jo. Schön erhöhter Position, das ist schon in Ordnung. Alles bereit, ja? Ja, unser Symbol wird extra dort platziert. Fragt mich nicht, warum das bei manchen Karten so ist. Es ist einfach so. Da werde ich genauso vor eine vollendete Tatsache wie ihr gestellt. Haniwa nehmen wir diesmal nicht mit. Dafür aber ihn hier. Und vor allen Dingen... Ach, Gaia ist ja schon wieder vernichtet worden. Die große Motte nehmen wir aber mit. Die brauchen wir auf jeden Fall. Donnerdrache kostet auch so viele Punkte, ne? Eieiei. Wie greift er eigentlich an, der Donnerdrache? Ich bin ja mal neugierig. Oh, ja, das ist... nehmen wir doch mal einen Donnerdrachen mit, ne? Drachenfluch brauchen wir, glaube ich, nicht weiter verbessern. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Das ist eine Angabe ohne Gewehr. Aber mit Schrotflinte. Ihr kennt das ja. Was? Ja, nehmen wir eine Harpie mit. Ist das die erfahrenste denn? Mal gucken. Das ist die unerfahrenste, so wie es aussieht. Auch nicht schlecht. Die haben 4 Bewegungspunkte und können einen Punkt angreifen. Ja, das ist tatsächlich die unerfahrenste. Ja, macht nichts. Dann nehmen wir die mit. Das ist in Ordnung. Lamont nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Die soll sich nämlich auch entwickeln. Den nehme ich nicht mit. Für den habe ich schon ein Szenario gefunden. Also ich habe tatsächlich offscreen mal so ein bisschen geguckt, welche Szenarien für welches Monster gut geeignet sind für die Entwicklung. Tatsächlich. Also da habe ich ein bisschen versucht, mich schlau zu machen tatsächlich. Sowas kommt auch mal vor. Ja, dann nehmen wir den kleinen Drachen noch mit, oder was? Ja, und sonst? Nehme ich den Donnerball eigentlich mit? Nee, dann nehme ich... Ja, nee. Nehmen wir erstmal den kleinen Donnerdrachen mit und... das Griff von Exodia nochmal an. Richtig gut. Welches Monster war das? Das Monster war das. Nehmen wir den Arm von Exodia mit. Ja, ich nehme viele unerfahrene Monster mit, das stimmt schon. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja, wie gesagt, Kuribo dabei. Der wird uns hoffentlich gut aushelfen, in dem Fall. So. Ich würde dich tatsächlich hier gerne positionieren, weil dann kannst du nämlich gut vormarschieren. Kuribo setze ich mal hier hinter. Unsere kleine Motte kommt hier hin. Ich muss jedes Mal, wenn ich das sage, muss ich an Bioshock denken. Jedes fucking Mal. Ist das normal? Nein, ist es eigentlich nicht. Aber egal. Ich denke gerne an dieses Spiel. Es ist einfach ein schönes Spiel. Kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Bioshock, die Reihe. So, Lamont. Der Donnerdrache, der hat seine Premiere dann bei uns. Den habe ich vorher noch nie mitgenommen. Soweit ich weiß. Ich weiß auch gar nicht mehr, woher ich den überhaupt habe. Ja, geil. Läuft bei mir. Gedächtnis ist schon komplett im Arsch, weißt du?
Oh, die Felder sind auch fast voll. Also wir haben unser gesamtes Repertoire ausgeschöpft. Also das wir zur Verfügung hatten. Und ja, ihr seht richtig, sie tritt mit Licht an dieses Mal. Letztes Mal ist sie ja noch mit Wind angetreten. So viel kann ich schon mal sagen, sie ist nicht die Einzige, dessen Symbol sich ändert. Es gibt nämlich noch zwei andere Gegner, dessen Symbol sich ändert. Ja. Bitte zeige mir deine wahre innere Stärke. Das kann ich gerne tun. Wie viele Monster hat sie eigentlich? Ich glaube, 7 hat sie, ne? Ich habe jetzt gar nicht großartig drauf geachtet, Entschuldigung. Also 3x, 5x Licht, oh Gottes Willen. 5x Licht und 3x Wind. Also 8 Monster hat sie. Okay. Ich bin ja im Zug. Ja. Erstmal Kuribo, das kennen wir ja schon. Ich bin mal gespannt, ob ich den Part zeittechnisch gut halten kann. Ich meine, die letzten Parts sind hier so ein bisschen... Ja, was heißt eskaliert, aber... Es ging ja ein bisschen länger, ne? So ist es nicht. So, dann befreien wir auch schon mal unseren kleinen Drachen. Wie viele Punkte haben wir denn eigentlich? Habe ich jetzt auch gerade nicht geguckt. Anfang des Duells kann man ja tatsächlich gucken, wie viele Punkte man hat. 750. Okay, das ist eine ganze Menge. Ja, dann lassen wir die kleine Motte noch frei. Genau. Das habe ich mir gedacht. Die meisten Monster blenden dann schon aus. Wie viel kostest du? Du bist die Harpie, ne? Ja, aber die Harpie bringt auch gut. Dann nehmen wir die Harpie noch mit. Jo. Haben wir die meisten Monster schon mal freigesetzt. Das ist ganz gut. Was ist dein Ziel für die Zukunft? Die Weltherrschaft. Immer noch. Hat sich nicht geändert. Ich weiß, der ist auch gar nicht wahnsinnig oder so. Also ich vermute mal, wenn jetzt nichts zwischenkommt heute, kann es passieren, dass ich Yu-Gi-Oh! Wahrscheinlich sogar heute fertigstellen werde. So viele Duelle warten nämlich nicht mehr auf uns. Gestern wollte ich eigentlich auch schon aufnehmen, aber es hat sich etwas anderes ergeben. Sagen wir es mal so, es klingt einfach freundlicher. Es hat sich was anderes ergeben, deswegen ja, war ich dann doch etwas unabkömmlich. So, es ist übrigens, glaube ich, nicht das erste Mal, aber es ist eins der wenigen Male, wo ich tatsächlich einen Teil von Exodia dabei habe. Ne? Ich weiß gar nicht, ist es das erste Mal? Ich weiß es nicht. So, erstmal bekommt der kleine Drache seinen Schutz. Mit ihm haben wir ja schon in der Vergangenheit Erfahrungen sammeln dürfen. Mit einem anderen kleinen Drachen, den wir ja mittlerweile fusioniert haben. So, und das ist das erste Mal, dass wir einen Donnerdrachen mitnehmen. Auch das hat natürlich seinen Hintergrund. Genauso auch, dass wir die kleine, die Motte mitnehmen, die große Motte. Ach so, außerdem sehe ich gerade, die hat Vorteil Wind. Ja, sehr schön. Das ist ja gut. Ich habe jetzt übrigens gar nicht großartig geguckt, was sie so an Monster hat, ne? Auf jeden Fall scheint sie eine mystische Elfe bei sich zu haben. Glaube ich zumindest mal, dass es eine mystische Elfe ist. Ich bin mir gerade nicht mal sicher. Das ist Genen. Ich guck mal kurz. Ich werfe mal kurz einen Blick auf ihre Monster. Ich habe übrigens ein paar grafische Umstellungen vorgenommen. Ich denke mal, das merkt man auch. Ich wollte nämlich eigentlich... Oh, Level 3, okay. Ich wollte nämlich eigentlich das Flackern loswerden. Leider hat das semi-gut funktioniert. Also eigentlich hat es gar nicht funktioniert. Leider. Ich hätte mir gewünscht, dass es funktioniert, aber nee, leider hat es nicht funktioniert. Schade, schade. So, dann hat das Monster nämlich auch Schutz. Und unsere Larve hier, die wird auch nochmal Schutz bekommen. Ich glaube, nur rumstehen ist jetzt auch nicht sonderlich gut. Denn unsere Gegnerin kommt, ob wir nun warten oder nicht. Wie schnell ist das Monster? 3 Felder und 2 greift es an. Das heißt, das Monster ist bald bei uns, wenn wir Pech haben. Deswegen setze ich schon mal den Donnerdrachen in Bewegung.
und auch den kleinen Drachen. Und vielleicht auch noch die Harpie direkt dahinter. Dann lernt ihr nämlich auch mal was. So, und die Motte. Warte mal, die Motte. Wie können wir die positionieren? Das ist so eine Frage, ne? Wie können wir die positionieren? Dann nehme ich erstmal die kleine Motte mit. So. Und Exodias Teil kann sich auch schon mal in Bewegung setzen. So. Schauen wir mal, wie sich der Kampf mit Ishizu entwickelt. Ja, sie ist auf jeden Fall gut dabei. Also ihre Monster sind schnell, das muss man ihr lassen. Also es ist nicht so, dass sie auf Zeit spielt. Das kann man ihr wirklich nicht unterstellen. Sie schreitet gut weiter voran, doch. Muss man schon sagen. Oh, was ist das jetzt hier? 1, 2, 3, 1, 2. Ach so. Sie bringt ihr Monster in Position. Ja, das kann sie gerne tun. Das mache ich nämlich auch. So. Donnerdrache kann wahrscheinlich noch nicht angreifen. Nein, da müsste sie ein paar Felder weiter vorne sein. Und es ist die mystische Elfe. Das habe ich mir gedacht. Dann rück mal hier hin vor. Jetzt habe ich Kuribo den Weg verbaut, ne? Ah. Mist. Sorry. War bestimmt gerade sehr appetitlich für einige. Also ich bin jetzt nicht erkältet oder sowas. Nee, nee, das nicht. Keine Sorge. Ja, ich bin mit der Raupe mal ein bisschen vorsichtig. Aber Lamon kann ja gleich mal schon mal hier in Position gehen. Würde ich sagen. Und Xodia kommt auch mal mit. Dann kann der andere Kuribo von da oben nämlich auch einen Schritt weiter nach unten. Schon mal gut. Und unser Symbol kommt mal ein bisschen weiter zu uns. So. Dann kann er auch nichts anbrennen. Mal sehen, wie viele Monster ich verlieren werde gegen Ishizu diesmal. Die letzten Male haben wir uns ja ganz gut angestellt, das war klar. Aber unser Donnerdrache ist im Vorteil gegen sie. Das macht sie extra langsam. Ja, ja, ja. Ishizu. Schlaues Stück. Ist ja unglaublich. Warte mal, können wir mit ihr auch angreifen? Können wir. Da steht uns nur unsere Motte so ein bisschen im Weg. Okay, Donnerdrache, dann zieh dich mal zurück. Beziehungsweise, warte mal. Wie greifst du an? Drei Felder und ein. Okay, dann mache ich das mal anders. Eventuell kann da nämlich unser Kuribo sonst hin. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Gut, Donnerdrache, dann gehst du da oben in Position und greifst von dort aus ihre mystische Elfe an. Immerhin, macht schon mal gut Schaden. Ja, hat sie gut geschädigt. Doch. Kann man nicht anders sagen. Lamont, dein großer Auftritt. Greif ihre mystische Elfe an. Naja. Nicht gerade etwas, was man jetzt einen enormen Schlag nennen würde, aber es dürfte für Kuribo reichen dann. Okay, Kuribo. Vernichte ihr erstes Kapselmonster. Jawohl. Damit hat sich die mystische Elfe schon mal erledigt. Die Zukunft kann sich noch ändern, Yugi. Daran hege ich auch keinen Zweifel. Jude Frau. So, die große Motte kommt mit runter. Habe ich noch einen Kuribo, der möchte auch gerne mit runter. Das wird er auch tun. Exodia. Ja, bleibt mal da oben. Die Harpie, die habe ich hier noch. Was ist mit dir eigentlich? 2 und 3.
auch so eine gefährliche Nummer, ne? Ich glaube, ich werde die Harpie mal so ein bisschen zurückpfeifen. Und unseren kleinen Drachen werde ich auch mal so ein bisschen seitlich positionieren. Falls unser Gegner tatsächlich so doof ist, was ich nicht glaube, ehrlich gesagt, dass sie so schnell vorrückt, dass ich von zwei Seiten angreifen kann. Yugi, ist das die Kraft, mit der du die Zukunft veränderst? Nö. Das ist einfach nur Strategie, meine Gute. Okay, Lichtzauber. Aha, erhöhte Verteidigung. Okay. Zumindest sieht es nach erhöhter Verteidigung aus. Ach Mädchen, spiel doch nicht auf Zeit. Jeder Zug bringt mich meinem Ziel näher. Wenn du meinst, Yugi. Oh. Das finde ich sehr schön, was ich gerade sehe. Problem ist halt leider nur... Ja, sie rückt drei Felder vor und kann zwei Felder angreifen. Was bist du für ein Monster? Du bist Lichtmonster. Naja. Was ist das für ein Angriff? 120, okay. Trotz Symbol 120 Angriff. Das ist nicht doll. Wenn ich ehrlich bin. Gut, dann werde ich mal die Motte hier hinsetzen. Auch auf die Gefahr hin, dass er sie gleich angreifen wird. Soll er ruhig machen. Dann wird er nämlich die dementsprechende Antwort hinterherkriegen. Ja, Kuribo ist nicht der Schnellste, ich weiß. So, was geht hier ab? Was haben wir hier? Oh, auch Level 3. 113. Aber trotzdem nur so wenig Angriff? Also, weiß ich nicht. Kommt mir irgendwie komisch vor, dass sie so wenig Angriff hat. Komm mal hier hin, Lamont. Ja, der Donnerdrache wird wohl stehen bleiben müssen. Der kann leider nicht sehr viel ausrichten. Exodia! Komm mit runter. Habe ich echt schon alle Monster gesetzt? Ich habe so viele Punkte. Aber ich den Donnerdrachen nicht gesetzt habe. Ja, okay. Das ist ein Argument. Jetzt habe ich es mir doch gewusst. Gut, die Falle hat zugeschnappt. Sehr schön. Sie spammt jetzt ihren Lichtzauber. Ich merke das schon. Erhöht die Verteidigung ihrer Windmonster anscheinend. Und den Köder hat sie auch geschluckt. Wunderbar. Da ihre Lichtmonster nicht besonders stark sind. Zumindest was die Angriffsstärke angeht. Jetzt holt sie ihre Monster runter. Genen rückt immer weiter vor. Soll es ruhig machen. Okay. Das ist doch schon mal eine gute Vorlage, würde ich sagen. Kannst du eigentlich auch angreifen? Du kannst tatsächlich auch angreifen. Wie geil ist das denn? Unsere kleine Motte kann mal einen Angriff machen. Macht zwar nicht sehr viel Schaden, aber immerhin. Sie macht Schaden. Schon mal etwas. Okay, Donnerdrache. Dann bewege ich dich mal. Warte mal. Ich glaube, Kuribo kann da auch mithelfen. Scheiße. Die Frage ist jetzt, welches Monster macht mehr Schaden? Das ist jetzt die große Gewinnfrage. Kuribo macht 132. Okay. Obwohl das Monster im Nachteil ist, ne? Das muss man noch dazu sagen. Erstmal greift Lamont an. 178. Wenn wir Glück haben, haut unser Donnerdrache das Monster weg. Wenn nicht... Tja. Es ist unglaublich. Der Donnerdrache ist gegen dieses Monster im Vorteil und trotzdem macht er so wenig Schaden. Das ist echt übel. Muss ich echt Kuribo gegen einspannen.
Das ist unglaublich. Aber gut, sei es drum. So, wie sieht's hier aus? Also, erstmal Gegenangriff der Motte. 56 Schaden. Ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel. Erster kleine Drache. 62. Auch nicht sehr doll. Also die Lichtmonster scheinen eine ziemlich hohe Defensive zu haben. Oh ja, Defensive 70. Alles klar. Also was ihnen an Angriff fehlt, machen sie durch Defensive wieder wett. Ich merke das schon. Nicht gut. Kein einfacher Kampf, wenn uns ihre Defensive so einheizt. Davon mal ab, dass zwei Monster noch von den Seiten kommen, beziehungsweise eins hat sie abgezogen, aber Genen nähert sich hier noch von der Seite. Fomo 50. Aber der Angriffswert von denen ist echt beschissen. Also die haben keinen sehr hohen Angriff. Wo man jetzt sagen könnte, ach du Scheiße. Ah, der Zauber lässt nach. Das ist gut. Also hat er den Zauber gerade auf gut Deutsch schön verschenkt. Geil. Finde ich gut. Ja, dass Lamon Schaden nimmt, war klar. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Dass die Harpia auch Schaden nimmt, war auch klar. Aber solange sie es verkraftet, ist das in Ordnung. Weil sie soll das Monster vernichten, damit sie mal ein bisschen Erfahrung bekommt. Ach so, weil ihre Windmonster nicht so, wahrscheinlich werden ihre Windmonster nicht so sehr berücksichtigt von dem Symbol. Kann das sein? Dass sie die deswegen so zurückhält? Das kann natürlich sein. Das ist eine Möglichkeit, ja. Das ist, glaube ich, auch ein Lichtmonster, ne? Ja. Hm. Harpie, Attacke. Damit hat sich das Monster erledigt. Sehr gut. 64 Erfahrung. Ja bitte, was will man mehr? Drei Felder marschiert es und ein Querfeld kann es angreifen. Okay. Ich vermute mal, sie wird nächste Runde den kleinen Drachen angreifen. Das heißt, ich werde dann die Motte da hinsetzen können, um ihr einen mitzugeben. Ja, Exodia wird leider nicht rankommen. Schade. Das wäre geil gewesen, wenn Exodia auch noch rangekommen wäre. Und ihr kleiner Engel hat sich auch erledigt. Wunderbar. Damit hat sie jetzt drei Monster verloren schon. Alles Lichtmonster. Und sie steigt auf. Wunderbar. Also Lamont, wenn die richtig erfahren wird, dann wird die auch richtig overpowered, ne? Habt ihr das gerade gesehen? Trefferpunkte 312. Ja, es ist nicht schlecht. Wollen wir hier mal eine kleine Finte setzen? Ich setze hier mal eine kleine Finte. Mal sehen, ob sie drauf reinfällt. Ich bin mal gespannt. So, Genin kommt langsam in Sichtweite. Was gar nicht cool ist. Gucken wir mal. Gut, nächste Runde bitte. Ishizu darf übernehmen. Gut, ihr Zauber lässt also nach einer Zeit lang nach. Interessant zu wissen. Scheiße. Okay, das Monster ist jetzt doch ein Ticken schneller da als erwartet. Und sie frisst den Köder. Wunderbar. Genau das habe ich gewollt. Das Monster hat sie gerade richtig schön in die Scheiße geritten. Genauso auch das Monster. Aber meine Harpie hat ein echtes Problem gerade. Das Monster hat sie auch noch, stimmt. Oh, 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 oh. Wird eine interessante Runde, Freunde. Es wird echt interessant. So.
92 Schaden, das ist nicht viel. Warte mal, ich muss ja eh den kleinen Drachen bewegen. Ist auch nicht doll. Also eins kann man echt sagen, ihre Lichtmonster sind echt sowas von stark. Das ist Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Tja, da werde ich wohl meine Harpie opfern müssen, wa? Es sei denn, warte mal. Motte, wie viel Angriff... Trefferpunkte? Ja, du hast schon ein bisschen was verloren, ich weiß, aber du könntest diesen Angriff auch überleben. Das wäre sogar ganz gut. Eieiei, also Shizu macht es mir nicht gerade einfach. Wirklich nicht. Also, ja, wird schwierig. Ich kann sie nicht entwickeln. Ist das dein Scheiß Ernst? Ich denke, die soll sich entwickeln ab Level 4. Was ist denn das hier mit dem Forum? Also, das sind ja Informationen. Ach, 50 Lichtfeld. Alles klar. Vergiss es, ich habe nichts gesagt. Ausgezeichneter Angriff, Yuri. Danke. Ihr anderes Monster macht mir Sorgen. Das hier. Der Glaubensvogel. Der hat einen scheiß guten Angriff. Und eine gute Bewegung. Er greift genauso an, wie er sich bewegt. Ist meistens immer optimal. Nicht immer, aber meistens. Was? Die Zukunft kann sich verändern? Ja, kann sie. Tut sie andauernd. Die tut nichts Besseres, die Zukunft. Verändert sich dauernd, die Sau. Kannst du darüber? Könntest du, aber... Ja, rennst du ihm nämlich rein. Kann sich vier Felder bewegen, zwei angreifen. Das ist auch so eine Geschichte, ne? Da läuft sie dem in die Arme. Ne, dann geh mal lieber hier hin. Das ist, glaube ich, besser. Sie ist keine einfache Gegnerin. Also, das kann man schon mal sagen. War klar. Aber gut, das ist ihr Windmonster. Das ist gar nicht so schlimm, weil ihr Lichtmonster hat keine so gute Verteidigung wie ihre Lichtmonster. Och. Ich war unkonzentriert und habe dafür bezahlt. Na, Genin, auf was hast du es abgesehen? Auf meine Motte, war klar. Das war absehbar. Ist aber nicht schlimm. Und das Monster greift mein Kuribo an. Auch das war klar. Also das wird eine richtig enge Kiste hier hinten. Ich will die große Motte nämlich eigentlich nicht verlieren, ehrlich gesagt. Kleiner Drache, kannst du das Monster? Nein, kannst du nicht. Tja, dann werde ich dich wohl opfern müssen. Weil das Monster muss auf jeden Fall weg. Oh, du kannst angreifen. Nee. Aber du machst mehr Schaden als die große Motte wahrscheinlich. Angreif an. Danke. Können wir die beiden Monster eigentlich mal umswitchen, bitte? Nee, geht
Schade. Das heißt, mindestens ein Monster wird leider leer ausgehen und nicht angreifen können. Das Monster kommt auf jeden Fall weg. Ob die Harpy jetzt nun deswegen drauf geht oder nicht, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber wir haben uns jetzt einen kleinen Vorteil erspielt quasi. Oh ja, 72 Erfahrung, weiß Bescheid. Aber die Verteidigung von ihr macht mir Sorgen. Die ist echt übel. Du gehst mal hier hin, Motte. Und du greifst an, Kuribo. Bringt zwar nicht viel, ich weiß, und es könnte sein, dass ich den Kuribo gleich verliere. Oder die Harpie, eins von beiden. Ich hatte eine Vision. Ich muss ihr vertrauen und auf dem Pfad bleiben. Mach das. Ja, entweder greift sie meine Harpie an oder mein Kuribo. Und sie wird auf jeden Fall meinen kleinen Drachen wahrscheinlich vernichten. Das werde ich wohl nicht mehr verhindern können. Aber dann ist es halt so. Ja, da kommt mein Donnerdrache leider nicht ran. Schade. Schade, schade, schade. Moment, Wind ist doch ein Nachteil gegen Wald, wenn ich mich nicht irre. Du kannst drei Felder angreifen, ne? Ja, das heißt, du könntest meinen Donnerdrachen treffen. Nee, nee, den ziehe ich lieber mal an. So, Kuribo. Ja, nee, da wird Kuribo nicht hinkommen. Nee, 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 nee. Dann lieber hier hin. Kannst du nämlich beim nächsten Mal mithelfen. Und Lamont geht hier hin. Ihr Genen heizt mir ganz schön ein. Aber das kriegen wir auch alles noch hin. Ich gucke jetzt mal gerade, wie lange ist hier. Oh, scheiße, weit über 30 Minuten. Ja gut, die Duelle gehen länger, dementsprechend gehen dann auch die Parts länger. Weil das Duell würde ich schon ganz gerne beenden. Ja, das war klar. Aber naja, sie ist Level 2. Ist okay, kann ich mit leben. Genauso auch mit dem kleinen Drachen. Okay, sie greift lieber meinen Kuribo an. Interessant. Den Zug habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich habe jetzt echt gedacht, sie konzentriert sich weiter auf meinen kleinen Drachen. Nein, sie konzentriert sich lieber auf meinen Kuribo. Interessant. War klar. Das war so klar, dass das kommt. Eieiei, du. Frau, 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 du heizt mir kräftig ein, doch. Ein Monster hast du mir vernichtet. Und dein Genen wird jetzt nochmal ein bisschen auf die Nuss kriegen von meiner Motte. Kannst du das Vieh vernichten? Kannst du, dann mach es. Perfekt. 76 Erfahrung kriegt er dafür, Alter. Okay, Exodia. Dann mach mal eine ganz große Leistung und hau dieses Monster weg. Es ist schon erstaunlich, was für einen Einfluss die Symbole nehmen können. Vor allem, wenn sie richtig gut gelevelt sind. Muss man echt sagen. Also, die sind echt nicht zu unterschätzen, die Symbole. Vor allem, wenn sie maximal Level sind. Geh mal hier hin, Lamont. Ich glaube, da bist du am sichersten. So, Motte, das ist was für dich. Larvenmotte, ich sage immer kleine Motte dazu. Larvenmotte nennen die sich. Das ist nämlich das einzige Monster, was mit denen einigermaßen umgehen kann. Und es steigt dadurch auf. Sehr schön. Wald der Besänftigung. Schöner Name. Jo, danke. So, Donnerdrache. Nächste Runde kannst du angreifen. Nächste Runde kann mein Donnerdrache ihr Symbol attackieren. Es war jetzt ärgerlich, dass die Harpie draufgegangen ist, aber sie hat jetzt nur noch ein einziges Monster. Habe ich mich erschrocken. Oh! Okay.
Auf mein Kuribu, natürlich. War ja klar. Aber ich glaube, das war ihr letzter Angriff. Denn jetzt werden wir mit unserem Donnerdrachen angreifen. Alter, 460 Punkte. Ho, 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 ho. Das nenne ich mal ein kräftiges Symbol. Okay, Lamont, das ist deine Stunde. Ich glaube, du kannst das Duell beenden. Leider nicht. Ich dachte, sie würde es jetzt hinkriegen. Ja, Kuribu wird das überstehen. Da brauche ich mir, glaube ich, keine Gedanken zu machen. Kleine Drache kommt leider nicht daran. Schade. Das wäre natürlich geil gewesen. Jetzt ein bisschen blöd, dass der Part über 30 Minuten geht. Aber gut, dann ist es halt so. Dann müssen wir jetzt mit leben wohl, Freunde. Ach, guck mal. Können wir ja das Duell doch beenden. Das kleinste Monster. Das wird dir den Rest geben. Geil. Hat ja auch nur 36 Minuten gedauert. Scheiße. Oh, weia. Das kann nicht sein. Wie konntest du die Zukunft verändern? Ganz eben. Das heißt, jetzt kriegen sämtliche Monster außer unsere Kuribos und die Harpier, weil sie vernichtet wurde, Punkte. Das ist gut. Das ist gut. Es gibt richtig schöne Erfahrung. Ich schieße, so ich gewinne. Yugi, du warst tatsächlich in der Lage, die Zukunft zu verändern. Aber nicht das Schicksal war dafür verantwortlich. Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Und das war es auch, was mich zum Sieg geführt hat. Ich verstehe. Wenn du das glaubst, dann lass dich dadurch leiten. Bis wir uns wieder treffen, Yugi. Mach's gut, Ishizu. Pass auf dich auf. Nochmal 22 Erfahrung für unsere Motte. Das ist doch schön. Ich glaube zwar nicht, dass wir die vor dem großen Finale nochmal erweitern können. Also weiterentwickeln können. Aber wer weiß das schon. Gut, dann würde ich sagen, werfen wir gleich nochmal einen kleinen Blick auf den Shop unseres Großvaters. Es kann nämlich sein, dass er sich zwischenzeitlich nochmal verändert. Gut, den Arm brauchen wir dann nicht mehr benutzen, weil soweit ich weiß, reicht das schon. Aber die Motte muss nochmal ein Level höher. Und der Donnerdrache steigt auch auf. Sehr schön. So, was können wir denn mitnehmen von ihr? Gute Frage. Also ihren geringeren Drachen nehme ich auf jeden Fall mit. Eigentlich wäre es klug, wenn ich ihre höher gelevelt... Kann das sein, dass ich deswegen einen Level 3 kleinen Engel habe? Das kann natürlich sein. Das kann sein, ja. Aber ich nehme das und das. Das hat nämlich den höchsten Wert. Dann kann ich die gut verkaufen. Denkst du nur an die Punkte? Ja, in dem Fall schon. Das ist durchaus richtig. So, und dann speichern wir das ab, Freunde. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal bei unserem Oppis vorbei. Und dann ist auch Partende. Dann haben wir dann wahrscheinlich auch schon die 40 Minuten erreicht. Das ist schon wieder lange genug, ey. Es tut mir echt leid, dass der Part so lange geworden ist. Ich hoffe, dass der nächste Kampf nicht ganz so schlimm ist, aber ich glaube eher weniger. Ich werde aber nicht anteasern, wer der nächste Kampf ist. Das sage ich nicht. Das werdet ihr dann sehen, wenn der nächste Part beginnt. Weil ich finde das eigentlich gar nicht verkehrt, wenn ich den Part im Ladebildschirm beginne. Das hat durchaus was, muss ich sagen. Deswegen lasse ich das auch mal so. Und ich hoffe, meine PlayStation hält das jetzt durch. Ja, tut sie. Brave PlayStation. So, ich weiß nämlich nicht, ob sich tatsächlich im Shop jetzt noch was ändert. Ich meine aber ja. Was möchtest du gerne oder auch tun? Nicht. Nee, da hat sich anscheinend nichts geändert. Nein. Nicht wirklich. Das tut mir leid. Ich hätte jetzt gedacht, da würde sich was ändern. Aber gut, sonst werde ich künftig einfach offscreen gucken. Ob er nun was sagt oder nicht, weil, ja, die Dialoge kennt man ja eigentlich schon aus der ersten
Staffel, sag ich mal so. Die habe ich übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Nee, nichts Neues. Schade. Ich dachte, da wäre jetzt was Neues dazugekommen. Entschuldigung. Dann nehme ich das zurück hiermit. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Und sorry nochmal für die riesige Länge. Wir sehen uns. Tschüss.